Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Diesmal geht es um den 4K HDR-Monitor von BenQ, der mir netterweise von BenQ zur Verfügung gestellt wurde. Deswegen wird hier irgendwo in den Ecken auch Werbung stehen. Habe aber keine irgendwie Anweisungen, du musst den gut finden, du musst den schlecht finden, du musst das sagen, du musst das nicht sagen oder irgendwas gar nicht. Ich sage nur meine eigene Meinung. Das, was mir aufgefallen ist, was mir nicht aufgefallen ist, kann ich ja logischerweise nicht sagen. Ich entschuldige schon mal für die Qualität gleich, weil ich werde mit der Kamera den Bildschirm filmen. Weil ich wollte es mit Stativ machen, ich habe jetzt eine andere Möglichkeit gefunden, weil sonst komme ich nicht an den Monitor ran. Es gibt keine andere Möglichkeit, das euch jetzt zu zeigen, was ich euch zeigen möchte. Es kann sein, dass es auf dem abgefilmten Video, also was ihr jetzt sehen werdet, nicht so gut rüberkommt, wie es am Monitor aussieht. Ich werde alles beschreiben, was ich mache und erzählen, was passiert. Ich hoffe, das kommt dann im Video auch so gut rüber. Mein komplettes Fazit gibt es dann am Ende vom Video. Ich richte euch jetzt erstmal rum. Das ist ein 4K HDR-Monitor mit 60 Hertz. Viele haben gesagt, na, 60 Hertz, Entschuldigung. Für Zocken würde ich lieber 144 Hertz nehmen. Ich packe euch diesen Monitor in die Videobeschreibung. Noch eine Nummer kleiner. In WQHD packe ich euch drin mit 144 Hertz und so. Aber ich nutze ihn ja nicht zum Zocken für PC. Doch, mal ein bisschen. Aber hauptsächlich für Office-Arbeiten, YouTube-Videos gucken, ja, und logischerweise PlayStation 4 zocken. Und die gibt ja auch nur 60 Hertz aus. Also von daher alles kein Problem. Ich mache auch noch später noch mal ein Video, damit ihr sehen könnt, wie ich das schaffe, dass hier 4K ankommt und gleichzeitig an meinem Fernseher und über die Capture-Karte kommt auch noch ein Video. Da habe ich die Avamedia, die packe ich euch auch in die Videobeschreibung, Avamedia 4K Capture-Karte, die ist eingebaut im PC und die kann 4K und HDR. So, also erstmal seht ihr ja hier alles weiß. Also, naja, nicht ganz weiß, weil ich habe BI an. Wir haben hier hinten, ich nehme mal meinen Stift, dann könnt ihr das vielleicht sehen, hier auf der Seite vom Monitor, ich mache mal die Kamera, auf der Seite, das ist jetzt hier ein bisschen dunkel, sonst würdet ihr das hier nicht so gut sehen können, haben wir hier unten eine Taste, das habe ich ja im Hardware-Video schon mal gezeigt und da ist oben drüber ein goldenes Etikett und da steht HDR und so BI. Ich habe für normale PC-Anwendungen habe ich HDR aus. Also da nutze ich es nicht, weil es hell ist. So, hier, ich habe, ihr seht, dass das BI blau leuchtet. Also wenn wir hier rauf drücken, jetzt ist alles aus. Ihr seht, jetzt ist es heller, weil der Lichtsensor und ja, BI halt nicht runterregelt, nicht dieses Low Blue Light. Low Blue Light heißt so viel, das blaue Lichtpartikel vom Licht, von dem Licht des Monitors gefiltert werden und weniger blaue Partikel ausgestrahlt werden. Blaue Partikel sind die, wo man auch Aufkleber kaufen kann, die man auf Bildschirme raufkleben kann, die Zellen schädigen. Macht jeder Monitor. So, wenn wir einmal raufdrücken, dann kommen wir zu HDR. Jetzt ist HDR an. Das pegelt sich auch gleich runter. Jetzt emuliert. Also emuliert HDR, weil ich es am PC nicht angeschalten habe. So, sonst würde da nicht emuliert stehen. Jetzt ist HDR und BI an und jetzt nur BI. BI ist mein Favorit, mein absoluter Favorit, weil das nur BI an, das ist so eine geile Arbeit. Das Weiß ist nicht so weiß und tut den Augen nicht so weh, der ist ein bisschen gedimmt, ist mega entspannt. So, im Hardware-Video hab ich gesagt, ich weiß nicht, ach, ich habe einen Trick, fällt mir gerade ein, machen wir einfach mal so. Richtig mal hier so das Licht hier runter. Da habe ich gesagt, hier unten ist so ein Ding, was ihr hier seht. Da weiß ich nicht, für was das ist. Das ist der Lichtsensor. Lichtsensor sorgt dafür, den habe ich auch an. Da seht ihr hier so das Augensymbol. Der steuert die Helligkeit des Monitors und passt die der Umgebung an. Das heißt, wenn es hier ziemlich hell ist, wird der auch ziemlich hell, damit man auch alles sieht. Ist es hier dunkel, pegelt da runter, damit die Augen nicht so angestrengt werden. Und das funktioniert so geil. Ich zeige euch das mal. Ich mache mal jetzt einfach, wo ist hier? Da. Mache hier einfach mal das Handy ran mit Licht. Jetzt
seht ihr ja schon das Auge und jetzt pegelt der hoch. Ich hoffe, es kommt im Video so gut rüber. Also, ich muss wieder so machen. Mal Tastatur wegmachen. So. So, jetzt ist das Auge volle Pulle. Jetzt müssen wir kurz warten. Ich habe die Verzögerung, die kann man, oder die Sensorempfindlichkeit, irgendwas kann man da einstellen. Die habe ich halt so auf Mitte oder so. So. Und jetzt ist er halt ziemlich hell. So, mal das Licht wieder ausmachen. Und jetzt nehme ich mir mal so ein Tuch und decke das einfach mal hier den Lichtsensor komplett ab. So. Jetzt seht da hinten das Auge und dass kein Strich da ist. Und jetzt wird da rapide dunkler. Weil wenn es abends ist, braucht er nicht so hell sein. Und es schont extrem die Augen. Ihr glaubt gar nicht, wie angenehm das ist. So, und jetzt nehme ich das weg. Jetzt pegelt er das so an, wie das Licht hier gerade ist und passt das dementsprechend an. Wem das aber nicht gefällt, wir haben hier auf der Seite unten die Knöpfe vom Monitor. Da können wir einmal drauf drücken. Bei mir ist jetzt hier die Lampe für Blue Light, dann Ton aus und dann die Quellen und Einstellung und X zum Wegmachen. Ich hoffe, das kann man auch, na, das kann man schlecht sehen. Moment, ich werde mal versuchen, dass ihr das vielleicht ein bisschen besser seht. So, ein bisschen ranzoomen vielleicht oder mal gucken, ob ich das, die Kamera so ein Stück tiefer machen kann. So. So, drücken wir mal drauf. Und hier seht ihr das blaue, also Blue Light, Ton aus, Quellen wechseln, Einstellungen und X zum Wegmachen. Die drei sind immer da. Also das X zum Wegmachen, Einstellungen und Quellenauswahl. Für die anderen beiden, die sind benutzerdefiniert. Da könnt ihr euch reinpacken, was immer ihr wollt. Das kann ich euch auch gleich zeigen. Aber erstmal kommen wir komplett zu den Einstellungen. So. Ich hoffe, ihr könnt das wirklich gut sehen, weil das ist hier echt ein bisschen, bei mir ist auch nicht so viel Platz. So, die ersten Einstellungen, die wir hier haben, so, das ist Eye Care. So, da geht ihr hier einmal mit dem Pfeil hier unten rüber. Und dann habt ihr hier die Einstellungen Low Blue Light und BI. Bei Low Blue Light habe ich jetzt Medien drin. Wenn ich jetzt hier, das seht ihr hier am Rand, wenn ich jetzt hier Webbrowser mache, wird es halt ziemlich hell. Büro habe ich sonst immer drin. Das ist so sehr angenehm. Das hat so ein leicht, da ist weiß nicht weiß. Da hat das Weiß so einen gelblichen Touch. Oder Lesen, da ist es halt noch dunkler. Das ist sehr entspannend für die Augen. Also hier seht ihr, ich werde mal rauszoomen. Ich hoffe, ihr könnt es bei YouTube gut sehen, dass hier alles ziemlich weiß ist. Und jetzt, so, Büro habe ich sonst immer drin, das ist so ein leichter Gelbstich. Und bei Multimedia, da ist es dann ziemlich weiß. So. Dann haben wir noch den BI Plus. Wenn ihr den jetzt nur normal nutzen wollt, habe ich auch schon gemacht. Das ist eigentlich auch eine geile Einstellung. Ohne Lichtsensor könnt ihr den Lichtsensor hier ausschalten. Und ja, die Empfindlichkeit braucht er ja dann nicht einstellen, weil der ist ja jetzt aus. So. Oh, hier haben wir drüben auch noch eine andere Einstellung. Nach Dauer an, keine Ahnung, das ist, da war ich noch nie drauf. Das ist auch ausgegraut. Dann haben wir hier Bild. Bild hat mehrere Einstellungen. Wenn wir hier raufgehen, wir haben Helligkeit, Kontur, Schärfe, Gamma, Farbtemperatur, Farbton, Sättigung, AMA und Farbe zurücksetzen. Wir können jetzt aber nur die Schärfe und die AMA machen. AMA kommen wir gleich dazu, weil der jetzt hier über DisplayPort angeschlossen ist und so wie die Einstellungen sind, da geht das nur so. Bei anderen Einstellungen, da hat man dann auch teilweise diese Option aktiviert. Das ist auch ein kleiner Nachteil, da würde ich mir wünschen, dass man die auch so an
HDMI-Displayport dran habe, der steht jetzt hier auf Low Blue Light. Das ist das, was ich euch erzählt habe. Das sind die Standardeinstellungen. Da ist er extrem hell. Ich zoome mal raus, dass ihr das vielleicht besser sehen könnt. Und mache mal ein bisschen schräg und gehe mal die verschiedenen Einstellungen durch. Das ist HDR. HDR Kino, den nehme ich immer bei, wenn ich zocke. Low Blue Light, da seht ihr auch, dass da so ein leichter Gelbstich ist. Im Gegensatz hier ist weiß-weiß und hier ist jetzt so ein leichter Gelbstich. Das ist so angenehm für die Augen. Spiel oder Spiele, Foto, sRGB, REC 709, SPA, MBook, Benutzer. Aber ich lasse es immer auf Low Blue Light. Wegen dem blauen Licht und so. Das ist so ein entspanntes Licht, ey. Das ist so geil. So, super Auflösung. Habe ich auf 3. Das könnte man jetzt hier so und kann man hier runterstellen. Ich habe da keinen nennenswerten Unterschied gefunden, dass da irgendwas passiert. Smart Foto. Ja, da können wir jetzt hier. Da haben wir unten noch H-Position, V-Position, skalieren. Das ist jetzt natürlich aus, weil wir das aushaben. So, das ist so. Da könnt ihr, wenn ihr YouTube-Videos guckt, praktisch so oder Videos bearbeitet, die Größe des Fensters einstellen in drei verschiedenen Größen. In zwei Größen. So. Und dadurch ist dann halt alles andere ausgegraut. Wenn wir jetzt hier einfach mal groß nehmen, dann haben wir hier auch die Position. Dann können wir hier die Position von diesem Fenster ändern. Das macht sich halt beim Videobearbeiten gut, wenn man hier das Videofenster in der Mitte hat und die Einstellungen alle ringsherum so ein bisschen im Schatten sind. Das ist eigentlich ganz angenehm. Habe ich auch schon getestet. Halt, ich muss nochmal zurück. Ich habe vergessen zu speichern. Aus. Okay. So, jetzt seht ihr, dass er ziemlich hell ist auch. Der pegelt gleich automatisch runter, weil ich halt diese Einstellung geändert habe. Dann haben wir noch dynamischen Kontrast. Den kann ich nicht nutzen jetzt gerade. Dann haben wir Anzeigemodus voll. Da kann ich jetzt auch nichts einstellen. Da drunten haben wir noch Seitenverhältnis 1:1. Ja, und das sind die einzigen Punkte, die ich jetzt hier einstellen kann. Wir haben noch Anzeigemodus. Ja, unten haben wir noch Overscan und HDMI RGB PC Bereich. Da komme ich aber auch nicht hin, weil es ist ausgegraut. Dann haben wir noch Audioeinstellungen. Da haben wir dann die Lautstärke und natürlich Stumm habe ich geschalten, weil der hat auch innen drin Boxen. Also ihr habt auch Ton damit, wenn ihr keine Boxen angeschlossen habt. So, dann kommen wir zum System. Da haben wir Eingabe. Eingabe sind die Eingabequellen. Die können wir jetzt hier hin und her wechseln. Also DisplayPort, USB-C, HDMI 1, HDMI 2. OSD-Einstellungen. Da haben wir dann halt logischerweise Sprache, Anzeige, also wie lange es angezeigt werden soll, OSD sperren, das habe ich einmal gemacht, da wird es dann gesperrt, da kann man es nicht mehr aufrufen. Muss man dann erst wieder eine Tastenkombination drücken. Dann haben wir hier die benutzerdefinierten Tasten und da habe ich hier 1 und 2. Bei 1 habe ich stumm, das können wir ja mal ändern. Und da haben wir dann, wenn wir dann hier runterklicken, so, da können wir jetzt den Bildmodus wählen, super Auflösung, Smart Fokus, Helligkeit, Kontrast, Farbtemperatur, Anzeigemodus, Lautstärke, Stumm. So, wir nehmen jetzt einfach mal die Farbtemperatur. So, und wenn wir jetzt hier rauf drücken, müssen wir kurz warten, so. Halt, zurück, zurück, so, hier rauf, Mensch. So, da ist hier die Farbtemperatur, die ist aber grau, weil ich sie ja in diesem Modus nicht nutzen kann. Also wir können ja was anderes da reinmachen. So, und zwar Anzeigemodus, Lautstärke und Stumm. Also Lautstärke und Stumm war eigentlich das Einzige, was mich so interessiert hat. Bildmodus, können wir ja mal Bildmodus machen. Dann müssen wir jetzt warten, bis das jetzt hier gespeichert ist. Der Monitor hat auch FreeSync. Von AMD. Funktioniert so ja teilweise, also so wie ich, also die Nvidia-Grafikkarte nimmt es an. Hier haben wir dann Bildeinstellungen und da können wir dann hier die Bildeinstellungen einstellen und wechseln. Aber ich lasse Low Blue Light und dann haben wir System rüber. Halt Benutzertaste 2, da können wir das gleiche machen. Dann haben wir DDC
Schrägstrich CI. Dann haben wir automatisch wechseln. Achso, automatisch wechseln ist vielleicht für euch interessant. Wenn ihr hier gerade HDMI von der PlayStation drüber anhabt und die PlayStation ausmacht, wechselt der Monitor automatisch wieder auf DisplayPort. Wenn ihr da den PC habt oder wenn der PC auf einem anderen HDMI ist, wechselt der automatisch wieder zu dem anderen HDMI, wo gerade was läuft. Beziehungsweise PC ja eigentlich immer an ist. So. Dann automatisch abschalten habe ich aus, brauche ich nicht. Auflösungshinweise habe ich ein. Und hier sehen wir dann auch, so, da sehen wir das Modell. Ich werde mal gucken, dass ich das vielleicht noch ein bisschen so. Da sehen wir das Modell, welches Modell wir haben. Wir haben DisplayPort angeschlossen. Wir sehen die Auflösung, die aktuelle, die optimale Auflösung. Jetzt muss ich hier nochmal drauf drücken. Moment. So. Nein, nicht Vorgabe. Ich will nicht löschen. So. Und da sehen wir denn. Kann ich es euch nochmal zeigen. Die aktuelle Auflösung ist 3840 zu 2160 mit 60 FPS, also mit 60 Hertz. Und das ist auch die optimale Auflösung. Und das funktioniert richtig geil dran. Und dann möchte ich euch noch was zeigen. Ich muss mal gucken, wie ich euch das am besten zeige. So. So seht ihr das vielleicht am besten. Der Rand vom Monitor, also egal, komplett ringsherum, oben, unten, links, rechts, ist komplett egal. Der ist jetzt hier leicht schräg. Ich werde mal gucken, dass ich das vielleicht von oben irgendwie so, dass ihr das seht. So, seht ihr das? Hier. Da ist mein Finger. Der ist hier so ein bisschen schräg. Hier. Und hier oben ist gerade. Und der ist auch grau. Der ganze Rand so leicht, ja, mattes Grau würde ich jetzt sagen. Und was mir aufgefallen ist, beim Zocken oder beim jetzt bei YouTube oder Videos bearbeiten, jetzt habe ich ja hier einen dunklen Rand durch die Taskbar von Windows. Aber beim Zocken oder wenn ich die Taskbar jetzt nicht habe, wenn ich gerade ein Video im Großformat habe, durch die Schräge hier und das hier oben so ein bisschen gerade ist, spiegelt sich das hier unten, also egal, auf allen Seiten, spiegelt sich das nicht am Rand oder am Übergang vom Bildschirm zum Rand wieder. Dass man da so ein bisschen doofe Effekte hat, dass es hier so ein bisschen leuchtet und das Bild dadurch ein bisschen unschön aussehen lässt. Also das Bild am Monitor sieht toll aus, aber bei manchen ist es dann, dass hier dadurch das Gesamtbild beeinträchtigt wird. Für das Auge, für unser Auge, das ist hier nicht. Also hier wird nichts übertragen, hier ist kein Schatten, kein Lichteffekte, gar nichts. Das ist richtig geil. So, jetzt zoome ich euch mal wieder raus. Ich mache mal euch kurz zur Seite, dass ihr das jetzt seht, was ich mache. Ich drücke jetzt hier unten wieder die Tasten, gehe auf das Viereck mit dem Pfeil und wähle aus, welchen Eingang ich möchte. Ich möchte jetzt auf HDMI wechseln. So. Es dauert jetzt kurz. Und schon sind wir bei der PlayStation. Ich muss den Controller noch schnell anmachen. Und dann zeige ich euch mal die Einstellungen. Wo waren das jetzt? Design, Speicher, Sound, Bildschirm, da haben wir doch. Habt den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Da gebe ich euch als erstes den Tipp. Geht auf Anzeigeeinstellungen und guckt, dass die weißen Balken hier, also die werden jetzt verdeckt durch mein Mikrofon, komplett am Rand sind. Und das ist bei dem jetzt genau so, wie ich es am TV auch eingestellt habe. Also die Pfeile sind direkt schön in den Kanten. Sehr toll. Dann Videoeinstellungen. Ich habe die Auflösung 2160p minus RGB. Wenn ihr einen neuen Fernseher habt, warte mal, ich mache mal so, dann könnt ihr das vielleicht ein bisschen besser sehen. Dann geht das. Bei manchen älteren, bei einigen geht es, bei manchen aber nicht, da geht das nicht. Da habt ihr dann kein Bild oder kein Ton oder beides nicht. Dann müsst ihr
2160p YUV420 nehmen. Aber empfehlen tue ich euch, testet immer erst RGB, also 2160p RGB ist das bessere Bild. Kann ich euch wirklich nur empfehlen. So, dann nehmen wir mal hier. So, dann RGB-Bereich habe ich auf automatisch empfohlen. Würde ich euch auch empfehlen, das drin zu lassen. HDR habe ich automatisch. Also wenn es an ist, geht's. Wenn es nicht ist, also geht's nicht. Also wenn ich ausmache, würde HDR nicht angehen. Aber wenn Spiele HDR jetzt haben, weil ich auf automatisch habe, wird es bei mir unterstützt. Deep Color habe ich auch auf automatisch. Super Sampling Modus kann ich euch jetzt nicht zeigen, da ich ja beide Monitore 4K habe, beziehungsweise TV und der Monitor 4K sind. Kann ich euch das nicht zeigen. Das macht halt sozusagen WQHD, also 2K-Monitore sollen dann so gut aussehen und HD-Monitore so gut wie HDR oder fast an fast an 4K mit HDR so ein bisschen rankommen. Das ist halt so Software-Sache und so. Testen konnte ich das noch nie. So, jetzt haben wir mal die Informationen zu meinem Video, zu meinen Bildeinstellungen. Oben seht ihr 3840 mal 2160 ist halt 4K mit 60 Hz. Farbform RGB, HDCP ist aus. Das habe ich unter Einstellung ausgeschalten, dass ich capturen kann. So, Information, HDR wird unterstützt. Da steht nur unterstützt. Verfügbare Frequenzen für 4K-Ausgabe. Keine Verwendung von HDR steht noch drunter. Und unten drunter steht dann nochmal Verwendung von HDR. Also, wenn kein HDR benutzt wird, kann ich 4K in 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz. Wenn es nicht verwendet wird, HDR, kann ich trotzdem nur 24, 25, 30, 50 und 60 Hz. Und das sind auch mehr unterstützt die PlayStation nicht. Mehr hatte ich da nie. So, das sind die Einstellungen. Und jetzt gehen wir mal auf Days Gone rauf und wir starten einfach mal Days Gone, dass ich euch das mal zeigen kann, dass ich HDR anhabe. Was geil ist, also kann ich am Rande mal erwähnen, Streamlabs OBS hat ein Update oder damals hat es nicht funktioniert, jetzt funktioniert es. Mit welchem Update das reinkam, kann ich euch nicht sagen. Ist jetzt so, wenn ich jetzt auf diesem Monitor in 4K HDR zocke, sagt der BenQ, also BenQ macht 4K HDR und jetzt Streamlabs OBS, was ich im anderen Fenster oben offen habe, was ja das direkte Signal von der Capture-Karte abgreift, filtert HDR jetzt raus und ich kann ein 1A 1080p Bild streamen oder 720, kann ich runterregeln, wie ich will, aber es sieht jedenfalls richtig geil aus. Definitiv sieht das richtig geil aus. Vorher hatte ich die Probleme, wenn ich 4K HDR an hatte, bevor diese Updates kamen, hatte ich am Monitor ein geiles Bild, am Fernseher hatte ich ein geiles Bild, aber Streamlabs OBS, naja, da sah das Bild so fast so aus, wie ich sehe, bloß nur mit so einem Graufilm irgendwie so drüber beim Streamen. Das hat mich immer sehr gestört, das ist jetzt nicht mehr. Also ihr braucht nicht nur in 4K zocken, ihr könnt ruhig in 4K HDR zocken und Streamlabs OBS nutzen. Ah, jetzt hat er gerade hier umgeschalten, jetzt seht ihr ja, auf HDR. Und könnt Streamlabs OBS nutzen und in 4K streamen, ihr könnt, hat ja kein HDR, in 4K streamen, 1080p, 720p oder noch drunter oder eine Zwischenmaße, WQHD oder irgendwas, das ist euch überlassen. Und es funktioniert wirklich richtig, richtig geil. So, ich drücke jetzt mal hier unten rauf, jetzt seht ihr, HDR ist an und BI ist an. Das ist deswegen jetzt HDR an, weil die PlayStation hier ein Signal, also über HDMI, 4K HDR schickt. Der Monitor sagt, ich kann das, also geht hier 4K HDR an, dann geht hier unten 4K HDR an, also geht es an und dann kann man es hier auch nicht mehr deaktivieren. Also ich kann es euch ja mal zeigen, ich drücke jetzt mal rauf. Ich kann es nicht aktivieren. Das Einzige, was an und ausgeht, ist BI. Mehr passiert da nicht. Und das ist auch ganz gut so. So, jetzt drücken wir mal eine beliebige Taste. So, fortfahren. Also ich kann euch leider, ich bin nicht so nah dran, deswegen kann ich euch leider
Nicht den ganzen Monitor zeigen. Weil ich kann nicht mit Controller machen und gleichzeitig Kamera halten. So, jetzt haben wir nochmal eine Ladezeit. Die müssen wir halt noch kurz aushalten. Die ist bei mir bestimmt ein bisschen was länger als bei euch. Wenn ihr das auf einer internen Festplatte habt, ich habe es auf der externen und meine externe ist aber eigentlich recht fix. Es sollte jeden Augenblick starten. So, der Ring dreht sich schon nicht mehr. Doch, jetzt dreht er sich wieder. Mann. Wir können dann, ach so, jetzt ist er soweit. Ja, da seht ihr das. Wir haben ein richtig geiles 4K HDR-Signal, das kann ich euch auch zeigen. Deswegen habe ich es ja angemacht. Optionen, Anzeige. So, und da seht ihr jetzt da unten in der Ecke, das sind die HDR-Einstellungen. HDR ist eingeschalten, Helligkeit ist auf 6. So. Und das ist halt das Bild, dass wir halt hier den Schatten sehen können, dass wir vorne Licht haben, hinten dunkel und dass wir uns das Bild jetzt so einstellen können, dass es hier schön aussieht, mit schönen Schatteneffekten, mit schönen Lichteffekten und einfach klasse aussieht. Das funktioniert richtig geil. So, jetzt zeige ich euch mal, wenn ich jetzt hier unten drücke, wieder und dann auf Bild gehe, ne, Bildmodus war es, so, und weitergehe. Da ist jetzt alles weg. Wir haben nur HD. Das ist jetzt ein reines HD. Und HDR. Kino HDR. Ach Quatsch, HDR ist das und das ist Kino HDR. Kino HDR ist ein bisschen heller, mehr weiß. Und normales HDR ist dann, so hast du so einen leichten Gelbschimmer drin. Da muss jeder so einstellen, wie einem selber gefällt. Mir gefällt eigentlich der HDR-Modus teilweise am besten mit diesem leichten Gelbmodus, mit dem leichten Gelbstich, weil es einfach sehr angenehm für die Augen ist und trotzdem richtig geil aussieht. Ich kann jetzt aber einfach mal HDR Kino lassen und jetzt können wir hier BI ein und BI aus. Da seht ihr, dass es halt dementsprechend hell oder dunkel wird. Und wenn wir jetzt hier rausgehen, so sieht das dann aus. Ich hoffe, das kommt so gut rüber, wie ich das hier, also halbwegs so gut rüber, wie ich das hier sehe. Und jetzt kann ich euch das nochmal zeigen. Jetzt gehe ich einfach mal hoch auf HDR und HDR Kino, also Kino HDR. Da finde ich das, so sieht es halt sehr klar aus, aber ich finde halt HDR irgendwie angenehmer für die Augen und sieht auch schöner aus von der Gesichtsfarbe her. So, aber ich lasse jetzt einfach mal HDR nur. Ich zeige euch das jetzt mal. Ich fahre jetzt mal hier mit Motorrad kurz rum, dass ihr sehen könnt, ich habe hier keine Ruckler, Artefakte oder irgendwas. So, funktioniert alles einwandfrei. Ich kann auch mal rausfahren aus dem Ausgang und kurz Nitro zünden. So, dann könnt ihr das auch sehen. So, jetzt fahre ich ganz schnell mit Nitro und drifte hier und ihr seht, hoppala, ja, ich bin tot. So, ich habe keine Ruckler, keine Artefakte, kein gar nichts. So, ich werde nochmal hier kurz drücken, da seht ihr, HDR ist jetzt an. Jetzt schalte ich das Spiel einfach aus. Ich mache nochmal hier an. Also der Bildschirm ist jetzt gerade aus. So, und jetzt ist HDR aus, weil das normale Bild der PlayStation, was ihr jetzt hier seht, also das normale Menü, das ist nicht in 4K HDR. Das ist nur in normal 4K bei der PS4 Pro. So, dann wechseln wir mal. Achso, kann ich ja hier gleich mal ausschalten. Dann könnt ihr das auch mal sehen. Ausschalten. Also ich mache mal hier das hier weg. So, dann könnt ihr das nämlich gleich mal sehen, dass das automatisch wechselt. Was ist denn jetzt Vorführeffekt oder was? Oder die PlayStation ist noch an, die leuchtet noch weiß. So, jetzt. Und jetzt seht ihr praktisch meinen PC-Monitor.
Also den BenQ. Und oben den alten Samsung. So sieht meine Ecke dann aus. So. Also ich muss sagen, ich bin mit dem Monitor megamäßig zufrieden. Er macht ein richtig geiles 4K HDR-Bild. Auch normal macht er ein richtig geiles Bild. Obwohl ich für den normalen Modus, wenn ich so direkt dran sitze, Videos bearbeite, Office-Arbeit mache, den HDR-Modus aushabe. Also am PC habe ich es ausgeschalten, weil der sehr knackig ist, hell ist. Und wenn du die ganze Zeit so davor sitzt, ist mir das ja zu hell. Und bei normalen Modus finde ich das entspannter. Wenn ich alleine nur normale Modus, also normal 1080 4K-Bild ohne HDR mit BI an, dass dieser so leicht die gelbe Film drüber ist, also dass es so leicht gelblich aussieht, es ist so angenehm für die Augen, Leute. Auch abends, das Weiße knallt nicht so in die Augen. Es ist so angenehm, es ist so geil, Office-Arbeiten abends zu machen, mittags, vormittags, egal wann, zu zocken auf dem Ding, ist richtig geil. Was ich noch verbessern würde oder mir wünschen würde, ist das aber wirklich nur so ein kleiner Kritikpunkt, dass man die Helligkeit, die Schärfe und einige Sachen im HDR-Modus, im 4K-Modus selber noch einstellen kann, wie jetzt zum Beispiel an einem TV. Der Monitor regelt das automatisch wirklich super hin. Der macht wirklich ein super Bild, alles automatisch. Ich habe kaum was einstellen müssen, wo ich ihn neu hier angeschlossen habe und das erste Mal benutzt habe. Aber das Einzige, was ich dann halt eingestellt habe, halt diesen Modus, Blue Light hat er automatisch gemacht und habe rausgefunden, und BI habe ich angemacht, weil da muss man drauf drücken, obwohl man das auch über das Menü aktivieren kann. Und ich bin wirklich echt zufrieden. Das ist für mich so die eierlegende Wollmilchsau. Ich habe einen geilen Monitor für Office-Arbeiten. Ich kann richtig geil PS4 dran zocken. Er ist groß, 32 Zoll. Ich weiß auch nicht, ob es den noch größer gibt. Also für mich die eierlegende Wollmilchsau. Ich kann da echt nichts anderes sagen. Ich bin da megamäßig zufrieden. Mit dem Licht runterregeln, das funktioniert so geil, wenn der Sensor an ist. Selbst wenn, ich habe alles jetzt schon getestet, mit Licht runterregeln, mit Licht nicht runter, also den Lichtsensor ausmachen und die Empfindlichkeit vom Lichtsensor ändern, also wenn es an ist. Und wenn der Lichtsensor aus ist, so wie jetzt gerade, bin ich nämlich immer noch ein bisschen so am Testen, nur alleine BI an. Nur BI an. Und das ist so, selbst abends hat er denn so ein angenehmes Bild, dass es die Augen nicht überreizt und Low Blue Light halt wegen diesen blauen Lichtpartikeln, also im blauen Licht oder blaue Partikel, die in jedem Licht drin sind, die von Monitoren ausgestrahlt werden, selbst so Aufkleber, die man raufkleben kann, was das rausfiltern soll, weil die irgendwie Zellen zerstören. Es ist so einfach angenehm. Es ist wirklich eine richtig angenehme Arbeit. Ich hatte vorher mal so das Problem, dass wenn ich dann so abends hier dran war, ich hatte dann die optimalen Einstellungen, ja, aber wenn ich abends dran gesessen habe, also nicht an ihm, an meinem alten Monitor, war es mir einfach zu hell. Dann musstest du eine Einstellung, das runterrimmen, das muss ich nicht, das macht er hier automatisch. Und selbst wenn ich das aushabe, wie gesagt, ich habe es ja getestet jetzt, mehrere Wochen jetzt, ich bin noch weiter am Testen, vielleicht kommt da nochmal ein Video, selbst wenn ich diesen Lichtsensor aushabe und nur BI anhabe, ist es wirklich auch abends sehr entspannt und die Augen tun einem danach nicht so weh, wenn man die ganze Zeit am PC sitzt. Mit dem Rand habe ich euch ja schon gesagt, ist mir aufgefallen, ich weiß gar nicht, ob das irgendwo steht, aber es ist mir persönlich halt aufgefallen, dass es da halt keinen Übergang vom, wenn ich jetzt gerade zocke zum Beispiel, von der Farbe auf den Rand gibt, dass da irgendwie Lichteffekte sind, was ein bisschen beeinflusst oder so. Das Gesamtbild, das ist nicht. Der steht stabil. Ich bin wunschlos glücklich und mega zufrieden. Eins muss ich aber sagen, das muss ich euch zeigen. So, mein Monitor steht hier gerade, aber das ist wirklich meckern auf hohem Niveau. Echt. So, und der Fuß, seht ihr, ich hoffe, das kann man erkennen, der ist so leicht schräg. Also der geht so schräg runter. Weil, wenn ich den gerade hinstelle, dann steht der Monitor so ein Stück schräg. Ich habe das richtig festgeschraubt, ich habe das richtig verbaut alles. Woran das liegt, weiß ich nicht. Aber das ist wirklich meckern auf absolut hohem Niveau. Der Monitor, es ist ein absolut geiler Monitor. Und ich kann ihn wirklich nur wärmstens empfehlen.
Wenn ihr jetzt natürlich noch Fragen habt, ich hoffe, ihr dürften jetzt eigentlich keine Fragen mehr aufkommen, aber wenn ihr noch Fragen habt, einfach in die Kommentare posten. Ich werde mein Bestmögliches tun, um euch die zu beantworten. Ach, eins habe ich noch, genau, fällt mir gerade ein. Ich habe noch ein Tutorial gemacht, das werde ich oben in die Infobox verlinken. Weil Windows 10 ein bisschen doof ist, ich habe ein älteres Photoshop-Programm. Das funktioniert auf HD-Monitoren gut, auf 4K funktioniert es auch gut, aber das Menü, die Schrift war total klein, ich habe die nicht mal mit Brille lesen können. Da muss man in den Einstellungen was Neues einstellen, damit das Programm das anders macht. Das hat nichts mit dem Monitor zu tun, das hat alleine was mit dem Programm zu tun. Und es gibt noch andere Programme, wo das genauso ist. Camtasia habe ich zum Beispiel auch. Ich bearbeite alle Videos mit Camtasia, ist auch ein Top-Programm, kann ich euch auch nur empfehlen. Das ist von Haus aus super eingestellt, aber bei Updates habe ich dann halt so ein ganz kleines Fenster und das kann man dann nicht lesen. Updates überprüfen, welche Version ich gerade drauf habe. Aber darauf kann ich verzichten, wenn das normale Fenster halt so gut aussieht. So, das soll es jetzt soweit zu gewesen sein. Ich werde euch, wie gesagt, in die Infokarte das Tutorial packen. Ich mache auch das Unboxing und das Hardware-Video rein vom Monitor. Ich bin immer noch am Testen. Ich habe noch einige Einstellungen, die ich noch mal in anderen Kombinationen testen möchte und vielleicht kommt da dann nochmal ein Video. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare posten. Ich hau euch den Link zum Monitor unten in die Videobeschreibung. Ich hau euch auch vergleichbare Monitore von BenQ rein. Die haben momentan bei Amazon richtig geile Angebote gehabt, habe ich gesehen, wo ich die Links zusammengesucht habe. So, das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein. Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt hier schon quatsch, ey. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen wert, Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin. Odin's Test.